Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es eine Reihenvorstellung mal wieder. Und diesmal soll es um die Geheimnisse des Spiderwegs gehen. Genau, dabei handelt es sich um eine Kinderbuchreihe, würde ich jetzt mal sagen. Geschrieben von Holly Black und illustriert von Tony DiTerlizzi. Mal gucken hier. So werden die beiden geschrieben. Ist im CBJ-Verlag erschienen hier in Deutschland. Und zwar besteht die Reihe aus insgesamt 8 Bänden. Wobei, ich sag mal, die erste Serie aus diesen 5 Bänden besteht. Und zwar ist der erste Band eine unglaubliche Entdeckung. Der zweite Band ist eine gefährliche Suche. Der dritte Band heißt Im Bann der Elfen. Der vierte Band heißt Der eiserne Baum. Und der fünfte Band Die Rache der Kobolde. In dieser ersten Geschichte geht es um 3 Geschwister, und zwar um Jared, Simon und Mallory, die hier auch abgebildet sind. Und die ziehen halt mit ihrer Mutter in das Haus der Tante, weil sich ihre Eltern getrennt haben, die Mutter von den 3 Geschwistern halt eine Bleibe gesucht hat und die Tante, die in diesem alten Haus gewohnt hat, ist quasi ins Altersheim gekommen sozusagen, weil sie auch irgendwelche psychischen Probleme hat. Genau, und dann kommen halt die 3 da an und dann stellen sie fest, dass das Gebäude halt sehr verfallen ist. Also mehr so eine Ruine. Genau, und liegt auch mehr so im Wald, so ein bisschen verborgen. Und ja, die 3 Geschwister haben so ihre Probleme. Sie müssen an eine neue Schule. Sie müssen sich in diesem neuen Haus zurechtfinden, in der neuen Umgebung. Sie sind halt so ein bisschen sauer auf ihre Mutter und überhaupt auf die, ja, das, was ihr Leben sozusagen verändert hat. Sie kämpfen sich untereinander. Also Simon und Jared sind Zwillinge. Also gleich alt. Mallory ist älter als die beiden. Und ja, es geht halt auch nicht immer ganz harmonisch vonstatten. Jetzt sind sie halt in diesem alten Gebäude und jetzt fangen sie halt an, dieses alte Gebäude halt zu untersuchen und finden dann auch einen geheimen Raum, der halt von einem Vorfahren von ihnen, also den Arthur Spiderwick sozusagen, geprägt wurde. Da sind auch alte Möbel drin und Gemälde. Und da finden sie auch ein altes Buch, und zwar Arthur Spiderwicks Aufzeichnung. In diesen Aufzeichnungen sind Elfen und Kobolde und andere magische Wesen beschrieben. Genau, und dieses Buch, was sie sich dann zu Gemüte führen, und dieses ganze Haus führt dazu, dass sie ersten Kontakt machen mit einem Hausgeist. Genau, und dann haben sie so, durch ihn erlangen sie quasi auch die Fähigkeit, das Übernatürliche zu sehen, und treffen dann halt im Laufe der Geschichte auch immer mehr mysteriöse Wesen. Die einen sind halt ein bisschen wohlgesonnener und die meisten sind aber nicht ganz so wohlgesonnen. Ja, also die meisten Wesen sind hier doch ein bisschen gefährlich, und diese ganzen Wesen, die auch übrigens mit schönen Illustrationen hier versehen sind, und dieses ganze alte Haus und so die Sachen machen die ganze Geschichte auch ein bisschen düster und ein bisschen gruselig, sag ich jetzt mal, gerade für vielleicht jüngere Kinder. Genau, so eine geheimnisvolle Fantasy-Reihe, die aber halt so ein bisschen mehr ins Dunkle geht. Und dazu passen auch die Illustrationen sehr gut. Und da gibt es auch entsprechende Zusatzbände von. Zum Beispiel den hier, den habe ich jetzt nur auf Englisch, aber den gibt es auch auf Deutsch. Und zwar ist das halt dieses Buch von diesen Arthur Spiderwick mit den Aufzeichnungen über die verschiedenen Wesen, also hier zum Beispiel ein Greif. Und das ist halt so das Buch, was die Kinder halt finden und in dem sie auch über die verschiedenen Wesen so lesen und herausfinden, was es mit denen auf sich hat. Und unter anderem, wie man sie halt bekämpft, wenn sie, ja, bösartig sind. Genau, dementsprechend wunderschön illustriert
ist dieser Field Guide. Also der hat auch einige Seiten. Das sind so 118, so 120 Seiten oder was. Ist auch ein bisschen teurer. Aber ich muss sagen, von den Zusatzbänden, die es halt zu der Reihe gibt, ist das eigentlich so das Schönste. Also das hat die meisten Seiten, die meisten Illustrationen. Es geht halt viel um diese Wesen. Das ist also wunderschön gemacht. Also wenn es einen interessiert, dann Zusatzband zu holen, dann ist das auf jeden Fall die erste Empfehlung. Die kann man natürlich auch ja, so nebenher oder vielleicht am besten nach den ersten fünf Bänden der Reihe lesen, weil da halt viele Wesen schon beschrieben werden, die vielleicht in der Serie erst nach und nach auftauchen. Und dann kann es halt sein, dass man sich da spoilert von der Geschichte her. Deswegen würde ich halt die Zusatzbände generell nach den ersten fünf Bänden erst empfehlen zu lesen. Einen weiteren Band, den habe ich auch tatsächlich auf Deutsch, sind hier die Spiderweg-Geheimnisse. Das ist auch so ein bisschen dickerer Band. Das ist quasi so ein Abenteuerbuch, wie es auch von verschiedenen Serien gibt, oder ich weiß nicht, ob es von Harry Potter auch so was gibt. Da kann man halt die Seiten aufblättern und dann gibt es hier so eingebaute Taschen mit irgendwelchen Nachrichten, die man da rausziehen kann. Oder so wie so Zettel, die man halt aufklappen kann. Und ja, so ein Entdeckungsbuch, sag ich jetzt mal. Wo man so Türchen aufklappen kann. Dahinter sind dann irgendwelche Sachen verborgen. Es ist auch wunderschön illustriert. Es geht aber wirklich, ja, also eigentlich um die Familie von Jared, Simon und Mallory. Um das Haus. Und um so die ersten, ja, Wesen, die sie halt so treffen. Geht da von allen so etwas, also immer so eine Doppelseite, die sich damit quasi beschäftigt. Und es hat nicht besonders viele Seiten. Glaube ich insgesamt, ja, also es ist relativ dick, aber es hat nur irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12 Seiten. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hier so ein bisschen erkennen kann. Also dadurch, dass die Seiten halt so doppelt sind und so Geheimverstecke drin haben, sind die halt sehr dick. Es ist aber nicht viel Inhalt drin. Also ich muss auch sagen, wenn man halt die ersten fünf Bände gelesen hat, ist jetzt hier nichts Neues drin. Es wird eigentlich nur die Geschichte aufgegriffen und nochmal auf einer Seite mit schönen Illustrationen und so Zettelchen und handschriftlichen Bemerkungen nochmal das kurz zusammengefasst, was halt in den Büchern vorkommt. Also dann gibt es halt eine Doppelseite, wo nur das Haus dargestellt ist und dann gibt es halt so ein paar Notizen wie, keine Ahnung, in der Küche haben sie das gefunden, in Spiderwicks, in Arthur Spiderwicks Zimmer haben sie halt das Buch gefunden und dann noch so Bildchen dazu. Also es ist ein netter Gimmick nebenher, würde ich sagen. Bringt einen aber so nicht zusätzlich irgendwie was Wildes. Ich fand auch die Sachen, die man halt hier so entdecken konnte, waren auch nett. Ja, also das ist vielleicht auch eher was für Jüngere. Es ist halt schöne, bunte Bilder. Man muss sich den Text auch nicht wirklich durchlesen. Aber mit den 10 Seiten hält es einen auch nicht wirklich lange auf. Dafür ist es aber ziemlich teuer. Also neu hat das, glaube ich, fast 30 € gekostet. Naja, sagen wir es mal so. Dass ob man das unbedingt haben muss, einmal dahingestellt. Achso, genau. Und so sieht übrigens dieses deutsche Cover von dem Handbuch von den Arthur Spiderwick aus. Das halt dieses Männchen drauf und nicht der Greif hier auf der englischen Ausgabe. Genau, das war der Zusatzband. Und dann gab es noch einen kleinen Band. Den habe ich jetzt auch auf Englisch unter. Den gab es aber auch auf Deutsch. Und zwar ist das hier Care and Feeding of Sprites. Also ja, Pflege und Aufzucht von diesen Feenwesen sozusagen. Also hier in der englischen Ausgabe ist halt der Umschlag, den kann man aufklappen. Da hat man so ein relativ großes Poster, was auch im Dunkeln leuchtet. Wo auch, kann es nochmal zeigen, wo halt auch diese Wesen. Ist halt sehr,
gewesen, so. Das passt leider null drauf. Obwohl die halt so schön dargestellt sind. Also die Illustration ist ja auch wunderschön, kann man ja sagen. Genau, das muss ich zusammengeklappt kriegen. Wenn man den Umschlag halt abmacht, dann bleibt aber auch nicht mehr viel Buch übrig. Das muss man so zeigen da. Also auch dieses ist halt ein kleines Büchli. Ich weiß gar nicht, ob das da drin steht. Ja, es hat sogar 33 Seiten. Und da sind halt immer nur so Illustrationen von diesen einzelnen Wesen zu sehen, mit so einer Beschreibung wie in so einem Naturhandbuch für Vögel. Also eine Seite das Bild und auf der anderen steht halt drin Verbreitung, Lebensraum. Ja, was die Tiere essen. Keine Ahnung. So halt für die Fee. Und das ist halt sehr knuffig, aber es ist halt auch nicht besonders dick. Das waren eigentlich fast alle Zusatzbände, die es dazu gibt zu der Serie. Es gibt wohl noch so ein Notizbuch, was ich selbst aber nicht besitze, weil das halt, ja, das hat halt noch weniger Zusatzinfo als der Rest sozusagen. Ja, da sind halt, ich weiß nicht mehr, da sind vielleicht ein bisschen was an Illustrationen so drin, aber sonst sind es halt leere Seiten so zum Reinschreiben, soweit ich das verstanden habe. Und ja, da habe ich gedacht, dafür brauche ich das Geld auch nicht ausgeben. Also ich würde auch fast sagen, wer jetzt den hier den Field Guide hat, wo auch viele magische Wesen, auch welche von diesen Sprites und so dargestellt sind und auch viel Info dazu gibt, ja, der braucht sich das kleine Buch vielleicht auch nicht mehr holen. Obwohl das wahrscheinlich etwas günstiger ist. Also hier im Field Guide kommen halt auch alle Wesen vor, die jetzt in den Büchern vorkommen. Also hier die Elfen, die Trolle, der Greif und so weiter. Also deswegen, also das finde ich eigentlich eine schöne Ergänzung. Genau. Und dann ist die Reihe noch nicht zu Ende, sondern es gibt noch drei Bände. Und das ist nämlich der 6., 7. und 8. Band. Und das beginnt halt mit, Band 6, das Lied der Nixe. Band 7, die Rückkehr der Riesen. Und Band 8, die Rache des Löwen. Und wie man vielleicht schon ein bisschen feststellen kann, werden die Bände auch ein bisschen dicker. Also die anderen Bände haben so 150 Seiten ungefähr. Und der letzte Band kommt tatsächlich über die 200. Ja, ist also 196 offiziell. Genau, in dieser Geschichte, ich fange mal hier mit dem 6. Band an, die spielt zwar in der gleichen Welt, aber es geht tatsächlich erstmal mit zwei anderen Kindern los, und zwar mit Nick und Leonie. Und zwar ist es so, dass quasi Nicks Vater seine Frau verloren hat, also sie ist gestorben, und eine neue Frau kennengelernt hat, das ist die Charlene, und diese hat eine Tochter, Leonie. Und die beiden heiraten und ziehen zusammen. Das war der Anfang der Geschichte. Und Nick hat noch einen Bruder, das ist der Jules, der aber ein bisschen älter ist und so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und Nick hat halt immer versucht, sozusagen ja, der brave Sohn zu sein und seinen Vater alles recht zu machen, damit der halt keine Arbeit mit ihnen hat. Und fühlt sich aber so ein bisschen im Stich gelassen von seinem Vater, und sein Bruder macht sowieso, was er will. Und ja, ist sehr unzufrieden mit der Situation. Dann kommt halt plötzlich noch diese Stiefmutter mit der Stiefschwester ins Haus, und er muss auch noch sein Zimmer aufgeben für die und mit seinem Bruder zusammenziehen, und das gefällt ihm gar nicht. Also er ist richtig traurig und wütend am Anfang des Bandes. Und Leonie ist freut sich eigentlich darauf, jetzt Brüder zu haben, und versucht also ein bisschen Kontakt zu schließen, ist aber selber ein bisschen seltsam. Also sie ist halt ein bisschen verträumt und glaubt halt von alleine quasi an diese Feenwesen und an diese Geschichten, und hat auch dieses Buch, was die Geschwister aus den ersten 5 Teilen quasi veröffentlichen am Ende,
gelesen und möchte auch die Wesen halt finden und ja, nicht ganz zu Hause den machen, aber halt mit denen Freundschaft schließen etc. Und genau, und der Vater von ihnen, der ist mit denen in ein Haus gezogen von einer Wohnsiedlung, die er als, ja, als Bauaufseher sozusagen und dessen Entstehung er quasi beaufsichtigt. Und das ist halt alles neu da, also es ist nicht so dieses schöne alte verfallene Haus wie in den ersten 5 Teilen, sondern quasi so eine Neubausiedlung. Ja, und im ersten Teil sollen halt die beiden Kinder, also Nick und Laurie, halt miteinander sich beschäftigen und spielen gehen sozusagen. Und die tun es auch etwas, also von Nicks Seite nicht gerade mit Begeisterung. Und die Leonie schleift ihn quasi durch diese Gegend und auch zu so einem Tümpel und in den Wald und versucht halt die Feenwesen und er denkt nur die ganze Zeit, das ist alles Quatsch. Und ja, dann passieren aber ein paar Sachen. Also es gibt halt so ein paar Dinge, die einem helfen, diese Wesen zu sehen. Also zum Beispiel hier in dem Band ein vierblättriges Kleeblatt soll halt dazu führen, dass man halt übernatürliche Wesen sehen kann. Und natürlich finden sie so ein Kleeblatt und Nick ist dadurch halt auch in der Lage, Wesen zu sehen und dann finden sie halt als erstes ja, eine Nixe. Und ja, und damit nimmt halt die Story ihren Lauf. Die Nixe ist halt auf der Suche nach ihren Geschwistern. Sie ist halt alleine in diesem Tümpel von diesem Neubaugebiet, weil wahrscheinlich das irgendwie das Wasser so gestaut wurde, dass sie halt von irgendwelchen Flüssen getrennt wurde. Und ja, also am Anfang sind die halt noch so ein bisschen zögerlich und glauben noch nicht so wirklich an diese Welt, aber halt nach und nach sehen sie halt mehr Wesen und ja, und es entwickelt sich halt auch so eine Freundschaft zwischen den beiden, die sich am Anfang eigentlich nicht mochten, oder zumindest Nick mochte sie nicht. Und Nick wird auch immer selbstständiger und mutiger und tritt halt mehr für das ein, was er halt möchte und macht die immer so auf. Ne, mir ist alles egal, lass mich in Ruhe und ich will keinen Ärger und keinen Streit und nix. Das fand ich halt von dieser Geschichte, von dieser Beziehung von den Kindern und von dieser Familie, fand ich tatsächlich die zweite Reihe fast interessanter als die erste. Bei der ersten Reihe fand ich halt dieses creepige alte Haus und diese Familiengeschichte, die halt noch im Zusammenhang, fand ich halt da ein bisschen spannender. Die Charaktere mochte ich halt sehr gern, auch im ersten Band schon. Also sowohl Jared, Simon als auch Mallory sind halt, haben halt so ihre Macken und ihre Vorzüge. Also Mallory ist sehr draufgängerisch und sie macht auch, sie fechtet auch in ihrer Freizeit und kämpft sich da halt so durch. Jared ist mehr so der tu nicht gut, der halt auch immer Ärger kriegt. Und Simon ist halt so dieser etwas ruhigere, wissensdurstige, der halt ein Händchen für Tiere hat und auch 1000 Haustiere hat und halt da so seine Erfüllung findet. Genau, und hier Nick und Leonie ist halt, Nick ist halt mehr so der zurückhaltende Stubenhocker und Leonie ist halt so ein bisschen verrückt und verträumt. Also die Charaktere sind auf jeden Fall sehr schön. Ich denke auch, dass sich auch viele Kinder damit sehr gut identifizieren können werden. Also wahrscheinlich sogar noch mehr mit Nick und Leonie als mit Jared und Simon und Mallory. Ja, und was ich halt in den zweiten, bin, also in der zweiten Serie ganz gut finde, ist, die Geschichte ist noch ein bisschen zusammenhängend. Also hier geht es wirklich in einen durch, vom 6. bis zum 8. Band ist quasi eine durchgängige Geschichte erzählt. In den ersten 5 Bänden war es noch immer so, jeder Band hatte quasi ein eigenes Abenteuer, was die irgendwie bestehen mussten. Und erst so zum Ende hin gab es quasi so einen roten Faden, der halt das Ganze so ein bisschen zusammen miteinander verknüpft hat. Also da konnte man die Bände wirklich gut einzeln lesen, getrennt voneinander. Und hier würde ich halt sagen, sollte man wirklich alle 3 Bände hintereinander weglesen, weil die Geschichte halt ja doch stark zusammenhängt. Gerade auch die letzten beiden Bände. Also. Ja, in dem Band gibt es außerdem auch noch ein Wiedersehen mit den Kindern aus der ersten Serie. Also auch die haben hier noch einen Auftritt, was ich auch sehr schön fand am Ende. Alles in allem, so also als Fazit, haben mir die Bände alle sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich fand halt so von der Story her tatsächlich die letzten Bände ein bisschen besser.
So vom Setting her mit dem alten Haus fand ich so die ersten Bände sehr schön, auch so von den Wesen her. Genau, da war halt noch dieses geheimnisvolle Feenvolk noch so ein bisschen spannender dargestellt. Also hier ging es halt größtenteils um halt die Nixen und in den nächsten Bänden halt um die Riesen. Ja, das war dann halt so ein bisschen mehr Action und mehr Story und beim anderen war es halt so ein bisschen mehr ja, Geheimnis und Mystik. Genau. Also ich weiß jetzt nicht genau, für welche Altersstufe das jetzt so empfohlen war. Ich hatte da mal kurz drüber nachgedacht. Ich würde es vielleicht nicht für ganz junge Kinder empfehlen. Also es ist halt, es ist sehr groß geschrieben. Es hat auch sehr viele Illustrationen da drin. Man könnte halt meinen, man könnte es halt so für, weiß ich nicht, vier, Fünfjährige schon vorlesen sozusagen. Aber die Geschichte ist doch sehr düster. Also ich würde tatsächlich auch wahrscheinlich eher so das Alter tippen, wie halt die Protagonisten sind. Dann sind, glaube ich, irgendwie 11, 12 oder sowas. Also vielleicht doch eher so für Kinder, die halt schon in die Grundschule gehen oder das quasi auch schon selber lesen können. Dafür ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, weil da ist das halt sehr groß geschrieben, schöne Bilder. Also, ne, das können halt auch Kinder sozusagen lesen. Ja. Das würde ich mal sagen, war mal die kurze Reihenvorstellung von den Spider-Geheimnissen. Und ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr die Serie fandet, ob ihr die aus eurer Kindheit kanntet oder nicht. Also ich habe sie als Kind nicht gelesen. Ich habe sie jetzt erst gerade quasi gelesen dieses Jahr. Fand es aber sehr schön, weil ich halt diese Wesen toll fand, diese Illustrationen toll fand. Ist auch nicht so ewig lang. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch dazu einfällt zu der Serie. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.